Hallo, hier melden sich die Nadine und der Detlef von der Finca Consell. Hallo. Wir begrüßen euch und wollten euch mal ein paar Sachen erzählen von dieser idyllischen und fantastischen Finca. Auf jeden Fall. Es ist traumhaft schön hier, Erholung pur. Es stört euch niemand, ihr habt Tiere in der Umgebung. Jetzt passt das Wetter natürlich auch. Wir haben uns hier richtig, richtig entspannt und fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir sind ja herzlich begrüßt worden von Matteo, das ist der Besitzer. Auf der Finca lebt ein Papagei namens Paco, dann ein Hund namens Urka, eine Hündin, eine ganz liebe, genau wie Paco auch. Solltet ihr auch hier mal das Vergnügen haben, sehr viel Spaß haben mit den beiden. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt auf jeden Fall noch ein Pferd. Dann habt ihr noch Hochzeitstauben hier, Schildkröten hier, also Tiere. Wir haben eben gesagt, wir fühlen uns manchmal wie in so einem kleinen Dschungel. Stimmt absolut. Das? Absolut. Der Matteo selber ist ein sehr herzlicher Mensch. Oh ja. Ihr habt jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine kleine Überraschung auf dem Tisch. Entweder sind es Eier von den Hühnern, die hier leben. Oder ihr bekommt Kuchen oder ihr bekommt, man bekommt einfach alles. Und wenn ihr irgendwas haben möchtet oder euch irgendwas fehlt, Matteo ist sofort zur Stelle. Er hilft, er macht und tut. Ein ganz, ganz lieber Mensch. Ja, das war es im Großen und Ganzen soweit. Vielleicht noch zu der Finca selbst. Matteo sagte uns, es sind ungefähr 10.000 Quadratmeter, wo ihr hier bewegen würdet. Es gibt viele kleine Eckchen, wo man schön gemütlich sitzen kann, wo euch keiner sieht. Wir sagen immer, es ist so eine kleine Oase, ein kleiner Dschungel. Also für uns steht fest, wir kommen auf alle Fälle wieder. Wir fühlen uns hier pudelwohl und möchten als Abschluss ganz kurz noch Saluto sagen. Wir trinken auf euer Wohl und hoffen, dass es euch genauso hier gefallen wird, wie es uns gefallen hat. In dem Sinne auf die Finca Consell, Matteo und Co. Genau. Salute. Salute. Finca Yorca. Urlaub dir was.